zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wie ihr hier seht, haben wir bereits die niegelnagelneuen Crashmobile zu Eldorado Creatures von Schleich fürs zweite Halbjahr 2024 ausgepackt, besprochen. Falls ihr die beiden Videos noch nicht gesehen habt, schaut euch das bitte an, denn da sage ich euch meine Meinung dazu. Gehe viel auf die einzelnen Teile dieser Crashmobile und auch der neuen Mini-Kreaturen ein. Wie es zusammenbaut, was ihr alles machen könnt und so weiter und so fort. Da werde ich jetzt heute nicht mehr ganz so ins Detail gehen, sondern relativ zügig zusammenbauen, aufstellen und natürlich schauen, wie es funktioniert. Die Rede ist vom Stein-Crashmobil. Das hier ist das dritte Set, was bereits erschienen ist. Und das schauen wir uns heute in diesem Video an und werden es natürlich auch mit den beiden hier noch ganz schnell vergleichen. So, die zwei stelle ich hier ganz schnell auf die Seite. So. Und wir kommen zu diesem Karton, hat die Nummer 42670, Stein-Crashmobil mit Mini-Kreatur, mit Bordgeschütz und Pfeil. Und das Ganze hier in Steinoptik mit der grünen Steinsubstanz, eigentlich sind es Kristalle. Hier als Motorabdeckung, als Stoßstange, grüne Felgen und natürlich die grüne Mini-Kreatur. Auf der Rückseite seht ihr alle Fahrzeuge zu allen Welten. Schatten, Lava, Eis und Dschungel. Lava, Eis haben wir bereits ausgepackt und besprochen. Zum Zeitpunkt dieses Videos hier gibt es noch nicht Schatten und noch nicht Dschungel. Die werden noch nachgereicht. Das Steinfahrzeug, das Steinmobil, wie alle Mobile, hat eine Größe von 16,7 in der Länge, 11 in der Breite und 9,2 cm in der Höhe. Wenn dieser Aufsatz, die Bordkanone noch dran ist, ist es ein bisschen höher, okay? Wir haben eine Bedienungsanleitung mit dabei und das schauen wir uns jetzt hier alles ganz schnell an. Ist noch original verpackt. Ich schneide es hier ganz schnell auf. Zack. Und dann können wir hier auch schon den ganzen Inhalt rausholen. Ihr seht einfach so in den Karton reingepackt. Hier ist ein Haar drin. So, ich leere hier mal alles auf den Tisch. So. Das hier hat sich noch im Karton versteckt. Wir haben hier die kleine Betriebs- oder Aufbauanleitung. Hier steht jeder Schritt genauestens beschrieben. Kann also nichts schief gehen beim Zusammenbau. Und die Funktionalität wird euch hier auch noch erklärt. Wir sind es schon im ersten Video durchgegangen, brauchen also dieses Mal nicht. Das Fahrzeug selbst, das Mobil, haben sie weitestgehend schon zusammengebaut. Genauso wie die Reifen, die müssen wir hier noch draufstecken. Auch hier seht ihr schon das Gummi, was diesen Haken oder Einschnappvorrichtung sichert. Das heißt, das Gummi machen wir hier ganz schnell weg. Dann haben wir hier die Stoßstange. Auch hier ist sie grün, einzig beim Lava-Mobil, fällt ja auch schon ab, ist die Stoßstange schwarz. Bei allen anderen Welten haben die Stoßstange eine Farbe. Ne? So, wenn euch das mal verloren geht, ist nicht schlimm. Ihr könnt es ganz einfach reinstecken. Ne? Hier ist so ein kleiner Haken dran. Hier ist ein Widerhaken. Und das geht hier quasi, nur damit ihr das mal seht, das geht hier so weit drüber und rastet sich dann hier unten ein, okay? Hier ist eine kleine Metallfeder oder was auch immer, oder Plastikfeder, was auch immer. Und wenn ihr das hier reinschiebt, dann seht ihr das, wird diese Feder nach hinten gedrückt, ne? Und dieser Haken greift dann quasi durch dieses Loch hier durch und rastet ein, okay? Und sobald hier was dagegen kommt, schnappt er wieder nach unten. Das Fahrzeug wird nach oben geschleudert. Das ist eine ganz einfache Mechanik. Jetzt müssen wir hier die Räder dran machen. Die sind hier schon zusammenmontiert. Die Felgen sitzen hier relativ locker drauf. Könnt ihr ganz einfach runternehmen. Falls ihr mit euren Fahrzeugen mal unterwegs seid, passt auf, dass ihr diese Felgen, die nur ganz leicht einrasten, Clips nicht verliert. Es kann euch relativ schnell verloren gehen. Die schieben wir hier einfach drauf. Alle vier. Das geht ganz einfach. Einfach hier so drauf drücken. Das Grün, was sie hier genommen haben, gefällt mir gut. Ist so ein bisschen Neongrün. Ja, man sieht schon auf den Felgen. Schade, dass sie bei den Fahrzeugen nicht ein bisschen unterschiedliche Felgen gemacht haben. Ne, hier hätte mir tatsächlich ein steiniges Design vielleicht ein bisschen besser gefallen. Auspuff haben sie auch grau gelassen. Nicht grün. Nur vorne halt die Stoßstange.
Dann haben wir die Motorhaube mit dabei. Auch das hier ist transparent gegossen. Quietschilampe. Ne, ich halte es mal kurz dahinter, damit ihr seht. Leuchtet schön durch. Ist transparent. Hier halte ich mal das Teil von der Eiswelt daneben. Hier haben sie witzigerweise exakt genau die gleiche Form genommen. Bei der Lava-Welt ist die Motorhaube ein bisschen anders gestaltet. Ne? Also Stein und Eis ist exakt genau gleich, warum auch immer. Lediglich die Grundfarbe unterscheidet sich. Das hier ist jetzt richtig dunkelgrau. Bei der Eiswelt ist es so ein Perlmuttgrau, Metallicgrau, wo mir Eis oder Weiß tatsächlich besser gefallen hätte. So, das hier schieben wir einfach hier drauf. Ganz einfach draufschieben. Dann haben wir hier noch die Mini-Kreatur. Wisst ihr was, die schauen wir uns jetzt auch noch gleich an. Auch die ist transparent gegossen. Ihr seht, wie schön das hier durchleuchtet. Ist ein kleiner grüner Charakter. Und das, es sieht ein bisschen aus wie ein Nilpferd. Könnt ihr das sehen? So die Schnauze, dann so zwei Zähnchen, die rausgucken. Hat hier graue Augen bekommen. Hier sind die Ohren hier oben. Hat auch einen Helm an. Natürlich, selbstverständlich. Hier seitlich seht ihr die Arme oder Hufe, wie auch immer. Und unten aber Füßchen. Ne? Ist also Fantasy pur. Kleines Bäuchlein hat er auch. Zu viel Brackwasser geschluckt. Durch den Unfall, auf jeden Fall, ne? Ist ja kein Airbag drin, von dem her, das Bäuchlein schützt vielleicht auch ein bisschen. Dann von hinten seht ihr nochmal den Helm und ja, einen Rucksack hat er hier. Ich weiß nicht, ist das ein Rucksack? Ein Rucksäckchen? Ja, das kann schon sein, dass er das hier anhat. Oder ein T-Shirt, ein franziges. Man kann es nicht so wirklich richtig sehen, ja? Also auf jeden Fall ein kleines Nilpferd in der Steinwelt. So, den können wir auch hier vorne reinsetzen. Ihr seht hier unten zwei Noppen. Hier sind zwei Vertiefungen drin. Einfach das hier so draufsetzen. Und falls es euch interessiert, ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch die Eiswelt, den Fahrer von der Eiswelt reinsetzen. Die Löcher sind genau gleich breit. Und ihr könnt auch den Heckaufbau hinten an den Fahrzeugen wechseln. So wie es euch am besten gefällt. Okay? So, aber hier kommt natürlich unser Steinwelt-Pilot rein. Das dazu, hier haben wir den Rückzug drin. Ihr wisst ja, bei den Fahrzeugen, ihr könnt es nach hinten ziehen und dann zieht sich hier so eine Feder auf und dann flitzen die hier los. Und das Ding funktioniert wirklich super. Also die kriegen einen ordentlichen Schwung durch die Drehung. Das sind schon tolle Motörchen, die sie hier eingebaut haben. Ja, dann haben wir natürlich noch den Aufbau. Das sind die zwei grauen Teile einfach nur hier so zusammenstecken, ganz einfach, mehr ist es gar nicht, hinten draufsetzen. Das rastet auch nicht großartig ein, es sitzt mega locker hinten drauf, damit es gleich runterspringt, wenn der irgendwo drauf fährt. Ne? So, dann haben wir hier auch noch die Bordkanone mit dabei. Hinten ist es offen, ist also nicht kaputt, wenn das bei euch so ausschaut. Unten haben wir ein helles Teil, der Rest ist hier dunkelgrau, das hier ist das Kugelgelenk, wo hier oben drauf gesteckt wird. Und hier vorne, nicht hier hinten, sondern hier vorne, kommt dann dieser Pfeil rein. Hat hier so eine neongrüne Spitze, die ist ganz weich, ist aus Gummi. Und das können wir hier einfach reinklipsen. Und ihr hört es dann, das rastet ein. Okay, ist eine kleine Feder drin. Hier oben ist der Auslöser. Wenn er hier drauf drückt, dann wird es verschossen. Und das Ding hat ordentlich Wumms, fliegt gut, ne, tut aber nicht weh, wenn es irgendwo dagegen knallt, von dem her. So, und dieses Ding hier wird hier oben drauf gesteckt. Feste drücken, bis es drin ist. Pfeil hat sich schon wieder gelöst, klar. So, und jetzt ist unser Stein-Crashmobil eigentlich auch schon einsatzbereit. Mehr ist es nicht, es ist ruckzuck zusammengebaut, aber wenn ihr es halt in die Höhe haltet, wenn ihr da ein bisschen so rumflitzen wollt, das Hinterteil fällt sofort runter, vorne auch ziemlich schnell. Und wenn er auf den Auslöser, auf die Stoßstange kommt, dann crasht es komplett auseinander. Ja, also, sieht witzig aus. Der Fahrer ist ein bisschen hellgrüner als die Motorhaube, ist ein bisschen dunkler. Das Grün an für sich gefällt mir gut, aber man hätte hier und da, seht ihr hier, das ist ein bisschen komisch, das Ganze. Man hätte noch ein bisschen mehr Kristalle hier irgendwie verbauen können, in diesem transparenten Grün. Ist natürlich alles nur meine Meinung, aber so sieht das Ganze hier aus. Ich werde es gleich noch mit den anderen Crashmobilen vergleichen. Jetzt wollen wir es natürlich im Einsatz sehen.
So, dann würde ich sagen, werden wir als erstes mal schießen. Und, sorry, habe ich ganz vergessen, ihr könnt das Geschütz hier drehen, 360 Grad, ihr könnt nach hinten schießen, nach oben, nach unten, ist also auch schwenkbar, was ich sehr, sehr cool finde. Wenn ihr halt spielt und es anfassen wollt, müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn ihr habt das Ding ganz schnell wieder in der Hand und es fällt euch auch relativ schnell auseinander. Aber dafür ist es ja gemacht. Es kann dich aber halt auch relativ schnell nerven, ne? Ich wollte es hier nur mal zeigen. Also hier, wir können zum einen schießen, Wumms, ne? Und wir können das ganze Ding natürlich auch crashen lassen. Ich ziehe es ja mal ein bisschen zurück. So, jetzt halte ich hier meine Hand hin und sobald es dagegen kommt, fällt das Ding hier auseinander. Das machen wir jetzt mal. 3, 2, 1 und Wumm, das war's, das ist die Action. Ne? Die Motorhaube ist in diesem Fall noch vorne drauf, aber wenn ihr einen richtig guten Crash habt, fällt es auch ab und ihr seht, das Rädchen hat so viel Schwung, dass es noch weiterfahren würde. Ist überhaupt kein Thema. Ja, dann einfach das Ganze wieder zusammensetzen, das hier wieder einrasten lassen und den Rest wieder draufsetzen, den Fahrer rein und den Aufbau hinten wieder drauf. Einfach zusammenstecken, draufsetzen, so, und den Pfeil wieder rein. Jawohl. Und dann ist es auch schon wieder crashbereit. Ich stelle hier nochmal alle Fahrzeuge nebeneinander, die bis jetzt erschienen sind. Die haben wir auch schon alle ausgepackt und angeschaut. Ihr seht also links Stein, in der Mitte haben wir Eis und rechts haben wir Lava. So, noch ein bisschen weiter zurück. Ihr seht, dass alle Fahrzeuge exakt genau die gleichen Felgen haben, nur halt unterschiedliche Farben. Die Pfeil- oder Raketenwerfer sind unterschiedlich. Steinwelt ist grau, Eiswelt ist schwarz, warum auch immer. Lava ist auch schwarz, okay. Hätte mir komplett orange besser gefallen. Die Spitzen der Pfeile haben jeweils entsprechend die Farbe. Ihr seht die Stoßstangen mit Nummernschild. In der Steinwelt grün, Eiswelt blau, Lavawelt schwarz, warum auch immer. Warum nicht rot oder orange? Bei der Eiswelt ist die Halterung für das Geschütz sogar noch weiß. Die Fahrer weichen von ihren Farben etwas von den restlichen Farben ab. Ihr seht ja, das Grün ist hier heller, das Blau ist hier dunkler als der Rest und das Rot ist halt dunkler als das Orange hier. Dann wirkt auf mich die Eiswelt auch nicht wirklich eisig, was das Grundmaterial angeht. Bei der Lava-Welt fehlt mir Lava und bei der Steinwelt hätten mir der ein oder andere Kristall tatsächlich auch noch besser gefallen. Aber ja, komm, das ist Geschmackssache. Ich finde es halt schade, dass die Felgen überall gleich sind und nicht entsprechend der Welt angepasst. Hier wären es Flammen gewesen. Hier hätte man wirklich richtige Eiszapfen oder sowas dran machen können und hier Steine entsprechend. Was den Spielspaß angeht, das Zusammencrashen funktioniert hier super. Wir werden es gleich nochmal sehen. Vor allem, wenn ihr halt zwei Fahrzeuge gegeneinander fahren lasst oder drei oder alle. Haben Fahrzeuge was in der Eldrador Creatures Welt verloren? Meiner Meinung nach nein. Autos in der Fantasy Welt, tut mir leid. Würde ich da einen Drachen dazustellen oder eines der anderen Monster? Nee, tut mir leid. Es wirkt wie ein Fremdkörper. Geht nicht. Denn dann könntest du Eldrador gleich in der realen Welt spielen lassen und müsstest keine Fantasy Welt erfinden. Denn wo hat's denn in der Fantasy-Welt Straßen, die eben sind? Weil sonst sitzen ja die Autos überall auf. Wisst ihr, was ich meine? Also das kannst du, ja, Hilfe, ne? Passt überhaupt nicht dazu. Aber ja, komm, da habe ich mich schon die letzten zwei Videos drüber ausgelassen. Ich finde die Mobile an und für sich eine klasse Geschichte, aber nicht für die Eldrador-Welt. Hätte das Ding einen eigenen Namen bekommen, ja, was weiß ich, Crazy Crashers oder Crazy Creatures. Okay, aber bei Eldrador, finde ich, hat es nicht unbedingt was verloren. Denn denkt dran, Eldrador fing ja mit Rittern an. Die Drachen und die Greifenritter. Und dann kamen die Drachen dazu, die Monster. Und jetzt haben wir hier schon Autos, die da durch die Landschaft fahren. Und ja, wer denkt sich sowas aus? Aber ja, es müssen ja viele toll finden, sonst hätten sie es nicht produziert. Ne? Also, komm, ich lasse jetzt hier mal die Steinwelt auf die Eiswelt krachen. Das heißt, ich ziehe das Ganze einfach ein Stückchen zurück. Ihr seht, es sind höchstens 20, 25 cm, mehr ist es gar nicht. Aber trotzdem haben die Fahrzeuge so viel Wumms, dass sie auseinanderfallen. 3, 2, 1 und Holdrio! Oh.
Okay, das hat nicht funktioniert. Egal, ziehen wir es nochmal zurück und vielleicht beim zweiten Anlauf und jetzt, so sieht's aus. Wunderbar, ist komplett auseinandergeflogen, so soll es sein, ne? Dann ganz schnell wieder zusammenbauen, hier in Echtzeit. Also das geht ruckzuck, kein Problem. Und schon ist das Ding hier wieder einsatzbereit. Dann hier, ups, fällt auch schon wieder auseinander, weil es halt sehr leicht zusammensitzt. Jetzt lassen wir die zwei hier mal aufeinander crashen auf meinem kleinen Tischchen. So, ich ziehe mal den hier zurück, damit er ein bisschen Wumms kriegt. Dann ziehe ich den hier noch zurück. Steinwelt gegen Eiswelt. 3, 2, 1 und zack. Und seht ihr, beim Loslassen ist mir das hier schon runtergefallen. Also es ist so locker leicht zusammengesetzt. Du kannst es immer nur brav auf den Tisch stellen, zurückziehen, loshausen lassen, aber großartig mit dem Zeug hier rumspielen, das ist nicht wirklich prickelnd. Das sage ich euch, wie es ist, ja. Und das überzeugt mich an dieser Serie 0,0. Ich finde es, sorry, ich sage es hier wieder, sehr undurchdacht, null passend, was Eldrador angeht. Und eigentlich, sorry, ein bisschen stumpf, ne? Also wenn das alles ist, was eine Fantasy-Welt hervorbringt, dann ist es schon Armutszeugnis. Tut mir leid. Also da wäre mir jede originell gestaltete Fantasy-Figur lieber und inspirierender als so ein Zack-Pum-Knall. Es ist halt so, ne? Gut, ich werde die jetzt alle hier nochmal in 360 Grad drehen lassen. Könnt ihr euch alles nochmal in aller Ruhe anschauen. Mehr gibt's für mich dazu nicht zu sagen. Die anderen Mobile werden auch noch irgendwann erscheinen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren Crash-Mobilen. Ich wünsche Leich viel Erfolg beim Abverkauf. Selbstverständlich. Dennoch wünsche ich mir ein Zurück zu den Wurzeln von Eldrador. Eine Fantasy-Welt mit Fantasy-Wesen. Und nicht irgendwelchen Zack-Bumm-Knallviechern ohne allzu großen Anspruch, was ich gerade bei Schleich sehr schade finde. Ich hab's, weil ich Sammler bin, der Vollständigkeit halber. Ja, denn auch in ein paar Jahren blickst du zurück, guckst die Dinge an und denkst dir, Junge, das Zeug war so kurios, das kannst du nicht ausdenken. Ja, du musst es sehen, damit du es glauben kannst. Im Zusammenspiel mit Eldrador Creatures. Ich muss es immer wieder sagen, damit es auch richtig verstanden wird. Nettes Spielzeug, aber nicht bei den Eldrador Creatures. Das fing schon bei diesen Minis an, hat sich gesteigert mit den Robotern und jetzt die Autos. Ich sag ja, was kommt als nächstes? Und wisst ihr was? Ich will's gar nicht wissen. Ich freue mich über jede Fantasy-Kreatur, die rauskommt. Wirklich. Und vielleicht auch nicht einfach nur Tiere nehmen und die halt ein bisschen mutieren lassen, sondern wirkliche Fantasy-Wesen. Kommt bitte zu den Wurzeln zurück, Schleich. Denn ihr macht Eldrador echt komplett kaputt. Und das ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe, mit die am besten laufende Serie. Und das hier hat halt einfach, ja, wie sagt man auf Schwäbisch, ein Geschmäckle, ne? Und ich würde mir wünschen, dass es die Eldrador Creatures, die Fantasy-Figuren, die Fantasy-Welt, dass es die noch lange gibt. Mit diesem Wunsch, ja, ganz viele Grüße. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay. Yeah.